Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem etwas kürzeren, schätze ich jetzt mal, Video. Ja, wie ihr vielleicht schon erkennen konntet, geht es heute um Brainfuck. Brainfuck ist eine sogenannte esoterische Programmiersprache. Das bedeutet, es ist keine Programmiersprache, die für Produktionscode ist, wirklich gedacht ist, sondern mehr oder weniger einfach so zum Spaß. Oder für andere Zwecke. In diesem Fall ist es zum Beispiel der Zweck, das haben sehr relativ viele esoterische Programmiersprachen diesen Zweck, mit möglichst wenig Instruktionen auszukommen. In diesem Fall sind die Instruktionen, ich glaube 8 sind es. Lasst mich kurz nachdenken, ja, ich glaube es sind 8. Ja, ich erkläre mal ganz kurz die Sprache. Also diese Sprache gilt als, oder wenn man das überhaupt Sprache nennen kann, dieses Konstrukt dient, es gilt grundsätzlich unter Programmierern als stark gefürchtet, weil es doch, wir sehen hier zum Beispiel ein winziges Beispielprogramm, das gibt einfach die E-Mail-Adresse des Autors aus und es sieht doch recht kompliziert aus, also es ist überhaupt nicht lesbar, man kann nicht entziffern, was jetzt genau gemeint ist mit diesem Code, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ja, und es ist generell sehr mühsam zu programmieren, weil man hat keine Variablen-Namen und man hat, also es ist praktisch Assembler noch eine Stufe schlimmer, würde ich jetzt mal so sagen, weil man eben wirklich nichts hat, also man hat nur diese 8 Zeichen und das war's auch. Also grundsätzlich kann man sich Brainfuck mal vorstellen als einen unendlich langen Byte-Array mehr oder weniger, also er ist natürlich im Echtbetrieb mehr oder weniger noch nicht unendlich lang, sondern halt 500.000 Zellen oder sowas, also aber wir können uns das in unserem Kopf praktisch als unendlich langes Byte Array vorstellen. Ja, dieses Byte Array, also ein Byte ist praktisch eine Zahl, in diesem Fall zwischen 0 und 255. Dieses Byte Array wird am Anfang initialisiert zu lauter Nullen. Also ich nutze hier mal ein bisschen dieses Codefeld aus, um das zu illustrieren. Wir hätten hier halt einen Byte Array, wo lauter Nullen drinnen stehen. Bla 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 bla. Und wir haben auch einen Pointer, der einfach auf eine gewisse Zelle praktisch zeigt. Also wenn wir uns jetzt hier als dieses Häkchen diesen Pointer vorstellen, dann zeigt es hier in diesem Fall auf die Zelle an der Position 0 mit dem Wert 0. Es gibt im Brainfuck einige verschiedene Operatoren, nämlich den kleiner als, glaube ich, ja, kleiner als, größer als, plus, minus, Punkt und Beistrich oder Komma. Ja, diese Operatoren machen der Reihe nach, es ist eigentlich ziemlich simpel, also dieser Operator hier, der erste, das kleiner als, verschiebt diesen Pointer hier um 1 weiter nach links. Dieser Operator verschiebt den Pointer 1 weiter nach rechts, also praktisch jetzt in diesem Fall hierhin oder dann hier, 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 hierhin und so weiter. Plus und Minus tun einfach die Zelle, wo der Pointer gerade drauf zeigt, inkrementieren oder dekrementieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle ein Plus ausführen würden, würden wir hier 1 stehen haben. Wenn wir dann ein Minus ausführen, wieder 0. Wenn wir zweimal ein Plus ausführen, haben wir 2 draufstehen und so weiter. Ein Punkt macht nichts anderes, als die aktuelle Zelle auf der Konsole auszugeben. Das bedeutet, wenn wir die ASCII-Repräsentation natürlich davon. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier 97 mal plus machen, das habe ich auch hier vorbereitet, ein Beispiel dafür. Hier habe ich einfach 97 Plusse praktisch hintereinander und dann einen Punkt. Das bedeutet, wir sind jetzt hier, wenn wir uns das so vorstellen, in der ersten Zelle führen aus plus, 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 bla bla bla, bis wir bei 97 sind. Und dieses 97 geben wir dann auf der Konsole aus. 97 ist in diesem Fall dann die ASCII-Repräsentation für ein kleines a. Wenn ich jetzt auf Run drücke, dann sehen wir hier unten die Program Outputs und unser a. Wenn wir 98 machen, also noch ein Plus einfach dazu, dann bekommen wir b. Beziehungsweise wenn wir 97 machen, dann einen Punkt, dann noch ein Plus und noch einen Punkt, dann bekommen wir theoretisch ab. Ja, das ist eigentlich, ich habe hier noch zwei Operatoren vergessen, fällt mir gerade ein, aber dazu später. Der Beistrich hier, also, oder dieses Komma, ist, hier unten sehen wir schon dieses stdin.
Ich bin übrigens auf brainfuck.tk, das ist praktisch die Standard, sage ich jetzt mal, Seite für einen Brainfuck-Interpreter. Es gibt natürlich viele andere Implementationen, ja doch Implementierungen auch noch. Es gibt zum Beispiel haufenweise Brainfuck-IDEs oder eben Brainfuck-Implementierungen in C und so weiter. Ja, dieser Beistrich hier liest einfach den ein Byte aus dem STDIN. Also normalerweise ist der STDIN steht für Standard In, ist der Standard Input halt. Es wäre zum Beispiel unser Konsolenfenster oder eben hier dieser Text hier. Das heißt, wenn wir hier mal einfach hintereinander ganz oft Beistrich Punkt, Beistrich Punkt, Beistrich Punkt und so machen, dann sollten wir die ersten paar Zeichen dieses Texts angezeigt bekommen. Das heißt, dieser Beistrich-Operator oder dieser Komma-Operator macht praktisch das, dass er sich das nächste Byte vom Input holt und in die aktuelle Zelle reinschreibt. Ja, wenn man diese Seite hier startet, hier, dann sieht man auch so ein kleines Beispielprogramm, was einfach den Text von STDIN rückwärts ausgibt. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinschreiben Hallo, dann sollten wir Hola herausbekommen. Ja, das kann ich aber auch noch nicht erklären, wie das funktioniert, weil diese Operatoren hier noch nicht erklärt sind. Das sind noch die beiden Operatoren, was ich vorher vergessen habe, nämlich die eckige Klammer auf und die eckige Klammer zu. Brainfuck ist eine komplett Turing-fähige Sprache, das bedeutet, es kann jede Problemstellung mehr oder weniger auf die eine oder andere Art lösen. Und eine Sprache kann nur dann komplett Turing-fähig sein, wenn sie schleifen kann, praktisch. Ja, das ist eine Schleife im Brainfuck. Diese aufgehende eckige Klammer praktisch steht für den Anfang einer Schleife und wer hätte es erraten, die zugehende eckige Klammer steht für das Ende einer Schleife. Das war ja noch eigentlich logisch. Die Bedingung, wonach die Schleife evaluiert wird, ist die aktuelle. Also wenn wir uns jetzt hier wieder unser Diagramm unter Anführungszeichen aufzeichnen. Mit Zellen. Also nehmen wir an, unser Byte Array sieht so aus und wir haben hier hinten irgendwo eine 1 stehen. Wenn wir hier, wenn der Pointer hier steht und wir führen hier einen Schleifenstart aus, dann wird dieser Schleifenstart nicht ausgeführt, weil die aktuelle Position 0 ist. Das bedeutet, die Schleife wird nur dann ausgeführt, wenn die, wie erkläre ich das, wenn die Der Wert des aktuellen, der Wert der Zelle, wo der Pointer gerade drauf zeigt, so, wenn der nicht 0 ist. Das bedeutet, wenn wir hier hinten, wo unser 1er steht, das Ganze aufrufen, dann würde in die Schleife reingesprungen werden. Wenn wir hier vorne stehen, nicht. Und dann wird einfach, wenn wir hier hinten irgendwo das Ende haben, dann wird einfach da hingesprungen. Ja, eine Endlosschleife in Brainfuck wäre zum Beispiel einfach Plus. Klammer auf, Klammer zu, hoppala, Klammer auf, Klammer zu, so, das heißt, ein Plus, einfach, dass diese Zelle die aktuelle 1 ist, und dann hier Schleife aufmachen, Schleife zumachen, und dann läuft das einfach die ganze Zeit durch. Sehen wir auch hier, es hängt sich ein bisschen die Seite auf, ja, und hat es auch eigentlich mit diesem Programm auf sich, wenn wir das jetzt hier mal ansehen. Das nimmt einfach den ersten Byte des Inputs, fängt eine Schleife an, schiebt den Pointer praktisch eins nach rechts, lest das nächste, geht wieder zur Schleife, schiebt den Pointer eins nach rechts. Das bedeutet, es hat dann praktisch nach der Reihe die ASCII-Repräsentationen von diesen Buchstaben praktisch drinstehen. Weil wir ja hier immer eins weitergehen und einlesen und wenn der letzte, da muss man ein bisschen C-Theorie oder generell Programmiertheorie dazu anreißen, nämlich der letzte Buchstabe von einem String oder von einem Array aus Chars, also aus Buchstaben, muss immer ein Nullbyte sein. Ein Nullbyte ist einfach Backslash 0 und das gibt praktisch an, dass dieser String jetzt aus ist in diesem Fall. Ja, ein Nullbyte hat den ASCII-Code von 0, logischerweise, und daher, wenn wir am Ende dieses Strings angelangt sind, dann wird hier das ins aktuelle Register eingelesen
Wir springen an den Anfang der Schleife, schauen, ist dieser Wert 0? Normalerweise dann nicht 0, weil wir hier den ASCII-Code eines Characters einlesen. Am Ende ist er aber 0, weil wir den ASCII-Code von einem Nullbyte einlesen. Also haben wir 0, dann springen wir einfach über diese Schleife drüber, gehen 1 zurück, weil wir das Nullbyte ja weglassen wollen praktisch, und geben dann wieder in einer Schleife einfach alle aus und gehen einen Sprung zurück. Das heißt, es gibt das Ganze praktisch rückwärts aus. Ja, wir sehen, Brainfuck ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es ist nur unglaublich anstrengend, mit dieser Sprache irgendwas anzufangen, irgendwas Nützliches. Ich habe das Nützlichste, was ich bis jetzt zusammengebracht habe, ist ein Hello World Programm, ein kleines. Recht viel mehr. Ja, es gibt natürlich solche Verrückten, die dann Tausende und Tausende von Zeichen schreiben in Brainfuck. Aber ich bin nicht einer von denen, sagen wir mal so. Ja, ich würde mal sagen, das war es auch eigentlich schon für dieses Video. Wie gesagt, etwas kürzeres Video, weil die Sprache ist nicht wirklich kompliziert. Jo, und mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Brainfuck und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.